Okay. So wie es ohne. Ich gerade durch Zufall gesehen. Ich dachte erst, es wäre der Regen, aber dann habe ich gesehen, dass es so viele sind. Regen. Etwas größer. Nicht schlecht. Dauert ohne Bates natürlich ein bisschen länger. Leider. I need Catfish. Bitte. Hatte ich aufgeschrieben, ob das River oder Lake oder im Ozean. Eher soll das Ding nur im Ozean kriege. Wäre natürlich dann sehr peinlich, wenn ich hier die ganze Zeit stehe und angel. Aber ein bisschen angeln kann nicht schaden. Vielleicht kriegen wir unser Level dann ein bisschen ab. Aber ein Schub, der sich mal gewehrt hat. Bin beeindruckt. Festhalten. Das nehmen wir mit. Ein Köder, geil, hat sich mega gelohnt. Hat sich mega gelohnt, Alter, ein Köder. Ich feier. Wow, ein Köder, yeah, yippie. Nichts. Hey. Ja, ist sehr gut. Ich lasse die Angel einfach da, wo sie ist. Und so bewege ich mich eigentlich, ja? Das ist eh gemütlich. Lalalala. Wird mal wieder so eine Angelfolge an einem regnerischen Tag. Weißt du, was man machen kann? An Regentagen, liebe Kinder, geht immer angeln. Und du hast schon wieder Entscheidungsschwierigkeiten, Fische, ja? So. Die Chubs haben heute Entscheidungsschwierigkeiten. Und du zu den Nachrichten. Fische in diversen Gewässern haben heute Entscheidungsschwierigkeiten. Sie wissen nicht, ob sie lieber nach oben oder nach unten schwimmen wollen. Woran könnte das nur liegen? Natürlich an dem bösen Killerspiel. Gott, Entschuldigung. Edith. Oh, jetzt ist es vorbei. Okay, können wir uns noch ein bisschen Backmeat fangen? Nein! Schöner Fisch. Oh nein, mein Fishing Tackle! Das kann ich nicht ab. Ich gleich auch noch mal kurz nach Hause gehen. So, Stufe 15. Ich glaube, hier rennt genug rum. Da ist schon ein Kandidat. Huch. Schläglich. So. Weil ich einfach mega voll bin. Wie sich meine Schuhe hier einfach anhören. Jetzt hätte ich Stöckelschuhe an, was ist denn das? Ich bin doch hier nicht auf dem Ball. Geändert? Oder dass ich was davon mitbekommen habe? Gott, das ist voll schön. Backmeat. Hier oder her damit. Ah, keine Kohle mehr drin, schade. So! Wunderbar. So, schön! Schon haben wir wieder genug Sachen. Das Geklacker, Alter. So, klack, klack, klack. Das ist die Treppe. Hast du da Dubstep? Animation. Wir brauchen einen Catfish. Du, Catfish. Katzenfisch. Du bist kein Katzenfisch.
Geh dahin zurück, wo du herkommst. Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Ich bin auch immer in die Kiste. Über diese Fische. Diese egoistischen. Also wenn ich hier heute keinen Catfish fange, gehen wir morgen mal ins Meer und gucken, ob wir da einen bekommen. Ich warte jetzt halt noch kurz 6 p.m. wegen dem Dream. Bei dem bekomme ich auf jeden Fall einen River Lake. Ich gebe diese doofen Chops, Alter. Nicht witzig. Das ist nicht witzig. Oh Mann, ein anspruchsvoller Fisch, die ersten 3 Sekunden jedenfalls. Ach ja, schon wieder. Ich habe mir ja gerade das frische Beiz gemacht, ne? Das habt ihr gerochen und dann so, yeah, sie hat frische Leckerchen an der Angel hängen. Schnell mal wieder hin. Da haut er auf den letzten Meter noch ab. Ich hab's gesagt. Ist bei dir falsch, ey. So, morgen können wir die Leute wieder beschenken. Das heißt, ich muss auch sowieso gleich noch zum Meer. Ich muss noch Dings da reinpacken. Leckerchen. Also Fischköder und hoffen, dass wir Lobster kriegen. Das will ich nicht. Max. 25 PM. Ja, komm schon. Ach, jetzt gibt mir doch endlich diesen scheiß Catfish. Kann doch nicht sein, dass der nirgends so ein Catfish ist. Einfach Dogfish. Ein Dogfish. Ich schon wieder du. Gehst mir auf die Nerven. Langsam gehst du mir auf die Nerven, junger Mann. Geh auf dein Zimmer und mach deine Hausaufgaben. Dauert, bis ich diese Scheißangeln verstanden habe. Danke im Übrigen nochmal für die ganzen hilfreichen Kommentare damals. So, 6 p.m. Kriegen wir jetzt unseren Bream oder unseren Catfish? Oder kriegen wir gar nichts mehr? Das kann auch sein. Die ersten 3 Sekunden durchgestartet. Und das ist schon wieder so eine grüne Pumpgurke. Oh, ich krieg Nerven, ey. Warum? Was ist denn falsch mit den Fischen hier? Komm schon. So. Was bist du? Wahrscheinlich wieder so ein grüner Giftbrocken. Okay, die Stütze. Ich gehe jetzt zum Meer und dann versuche ich es gleich nochmal unten. Das ist so doof. Das ist doch Kacke hier. So. Außerdem kann ich dann gleichzeitig, kann ich dann gleich noch bei den Saloon gehen. Gehe ich mal kurz zuerst hin. Vielleicht haben die Tomcast oder so. Wenn ich keinen Lobster kriege, dann wird es wieder ein bisschen schwer mit Aliens. Wir kennen das Ganze. Hallo, alle versammelt hier. Haki-Rolle. Naja, gut. Machst du nix. Nix drin. So, jetzt hier. Ein Stück brauchen wir. Sup. Lecker, lecker Fisch. Ich habe Happen auf meinem Kopf. Fischi, fischi, Happen auf meinem Kopf. Ich trage Fischhappen mit mir herum. Fischhappen, uhaha. So, in der guten Hoffnung, dass morgen eventuell ein Lobsterchen drin ist. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Wer weiß das schon. So, versuchen wir doch mal unser Glück hier gerade. Von der Brücke aus.
Hört meist unglaublich wenig an, wenn hier keine Blubberblasen direkt sind. Na schön. Danke, Fisch. Das fand ich, dass ich wollte, aber gut. Oh, toll. 6 Wood. Kann ich gebrauchen, denke ich. Für irgendwas. Mit Sicherheit. Ich will das nicht. Ich mag Fische haben. Fische, Fische, Fische. Schick das an, ey. Och, jetzt, das kann doch nicht sein. Kann man doch nicht erzählen, dass es hier diese scheiß Fische nirgendwo gibt. Das ist doch doof. Mach so einen Quatsch doch nicht. Ich will doch nur einen scheiß Catfish oder einen Bream haben. Stattdessen kriegt nur einen Schub und die anderen Kram. Kacke da. Ach, das ist doch kacke. Okay, ich hab keine Lust mehr. Gut, wir haben ja noch den morgigen Tag, dem es regnet. Ist doch beschiss hier. Es ist doch beschiss auf ganzer Linie. Stehst ja da schon die Beine denn doch den ganzen Tag? Und trotzdem bekommst du nichts. Ja, wenigstens habe ich eine Menge Fische zu verkaufen. Tja, kann man ja auch schon mal sagen, dann macht er etwas, ne? So. Immerhin. Okay, gut, dann halt nicht. Ist mir auch egal, ich habe immer noch kein Licht hier, das Beste. Die pennt einfach den ganzen Tag. Würde ich auch machen. Bei so einem Wetter würde ich es auch machen. Kann ich verstehen. 2641 nur die Fische. Alter. Und es hat trotzdem nicht gereicht für ein Level Up. Es hat nicht gereicht. Ist hart. Ja. Ist doch auch, ne? Oh, morgen wird's sonnig. Wer hätte es gedacht? A little extra luck. The Queen of Thirst. Was bekommen wir denn? Lucky Lunch! Lucky Lunch! So, Boden sind nochmal gewachsen, das ist schön. Dann kann ich die jetzt schon mal in Ruhe abreißen. Die Erdbeeren werden, glaube ich, nicht mehr wachsen. Ups! Ja, natürlich. Wenn draußen kein Typ mit einem Rasenmäher rumläuft, dann pfeifen draußen dir die Kinder. Ich glaube, dein Kind pfeift. Apropos Kind. Ich hatte heute im Supermarkt das Bedürfnis, einer Frau in die Fresse zu schlagen. Ich betone es bewusst so, weil wenn ich daran denke, wie die mit ihrem Kind umgegangen ist, wird mir schlecht. Ich weiß nicht, ob es ihr Kind war, ich weiß nicht, ob es ein Kind von der Freundin war, es ist aber auch vollkommen egal. Es geht ums Prinzip. Und zwar, ihr kennt das alle. Ne? Kinder erzählen viel, erzählen gerne, weil sie wollen sich halt irgendwie mitteilen. Das ist ja schon gut. Aber diese Frau, ja, das asozialste hoch 10, sorry, aber geht gerade echt nicht anders, das anders zu performen. Erst einmal... Klamotten an, die haben vor Dreck gestanden. Da frage ich mich, gibt es eine Waschmaschine? Das Kind war leider genauso gekleidet. Die Klamotten haben halt wirklich vor Dreck gestanden. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, ob es vielleicht eine Waschmaschine in diesem Haushalt gibt. Dann war, es war ein Junge, vielleicht 5 Jahre alt, vielleicht auch erst 4, ich weiß es nicht genau. War halt die ganze Zeit was am Erzählen und hat dann auch Sachen gezeigt in diesem Supermarkt. Machen Kinder. Und dann haut diese Frau einfach raus. Ich betone wörtlich,
Jetzt halt endlich deine verdammte Scheißfresse, du blödes Blach. Es interessiert sowieso niemanden, was du erzählst. Ich stand da, also ich stand keine 5 Meter neben dir. Mir ist alles aus der Visage gefallen, wirklich alles. Und ich dachte nur so, yo, ist okay. Ey, wie kann man denn so mit seinem Kind reden? Ich dachte mir so, what the, wo bin ich hier gelandet? Also ganz ehrlich, bei aller, da hilft nicht bei mir Liebe. Aber diese Frau hätte ich in dem Moment am liebsten so geklatscht. Also die hat das nicht mal leise gesagt oder so, nein, die hat das förmlich gebrüllt. Es war kaum zu überhören, wie die mit ihrem Kind umgesprungen ist. Da habe ich gedacht so, was ist denn schon wieder falsch in dieser Welt? Wenn man keine Kinder, weißt du, das ist wieder so, wenn man nicht mit Kindern klarkommt, dann verdammte Scheiße, verhütet doch oder habt erst gar keinen Sex. Aber macht doch nicht so einen Scheiß und tut das dem armen Kind an. Ey, hört auf, durch die Gegend zu vögeln oder verhütet. Weißt du, Kondome kosten keine 5 Euro. Ja, du kriegst doch schon gute Kondome für 3 Euro oder so. Und trotzdem, musst du dann keine Kinder ertragen, sage ich jetzt mal krass. Ich meine, hallo, ganz ehrlich, wo kommen wir denn da bitte hin? Sein Kind vor allen Leuten so anzuscheißen. Aber wie es ja so üblich ist, sind sie da keine Sau interessiert. Kennen wir ja nicht anders. Boah, ey, so ganz ehrlich. Da habe ich das erste Mal seit langer Zeit wieder Zustände bekommen. Und da hatte ich echt nach langer Zeit mal wieder Lust, irgendjemandem, also in dem Moment dieser Frau halt ordentlich eins in die Fresse zu donnern. Aber wirklich in die Fresse. Ich habe Emily gestern vergessen, scheiße. Naja, egal. Also, das war so ein Punkt, der ging meiner Meinung nach einfach absolut gar nicht. Also, weiß ich nicht. Das Kind war am Ende irgendwie so unglaublich auch eingeschüchtert, dass es am Ende irgendwie nur so weiter so, ja, du hast ja recht. Ich dachte mir so, nein, die hat kein Recht. Die hat überhaupt nicht das Recht, so mit dir umzuspringen, Junge. Weil, sorry, geht nicht. Geht einfach nicht. Wer macht sowas? Ja gut, die. Aber, boah, nee, ganz ehrlich, ey, hat wahrscheinlich selbst keine Erziehung genossen, die Frau. Kinder in die Welt setzen, weiß, um Geld zu kassieren vom Staat und dann... Weiß ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Gibt immer häufiger solche Fälle. Auch mittlerweile die Kassiererinnen in einigen Supermärkten hier, die sind so unglaublich scheißend unfreundlich. Alter, da denkst du wirklich so, die wollen dich einfach nur loswerden. Die wollen dich einfach nur loswerden. Na, die sehen dich und sind schon scheiße unfreundlich zu dir. Die sind teilweise nicht mal mehr gewillt, dir überhaupt noch zu helfen. Was sagen wir, wo ist denn jetzt der Sound vom Regen hin? Die sind teilweise nicht mal mehr gewillt, dir zu helfen. Ne, wenn du die was fragst, die ignorieren dich und gehen einfach weiter und denkst dir so, ist okay? Ist okay? Werde ich mir merken. Das ist so das Einzige, was ich mir in dem Moment denke. Ich habe auf solche Leute auch absolut keinen Bock. Ja, yeah, ist mein absolut favorite. Ich habe solche Leute echt absolut null Bock. Sollen da bleiben, wo der Pfeffer wächst, wo sie sich am wohlsten fühlen, und dann ist es mir ziemlich scheißegal, was die mit ihrem Leben machen. Weil so muss weder ich mich behandeln lassen, noch irgendein anderer Kunde. Sei es jetzt, ob dick, dünn... Oder hast du nicht gesehen, weißt du? Weil die sind teilweise wirklich nur gegenüber kräftigeren Menschen so unglaublich unfreundlich. Und das geht einfach absolut gar nicht. Ich kann ja auch nicht einfach zu einem dünnen Menschen irgendeine Kacke sagen, ohne überhaupt zu wissen. Warum dieser Mensch so ist. Ich sag mal so, kein Mensch hat das Recht, über einen anderen zu urteilen, ohne ihn zu kennen. Hat kein Mensch das Recht zu. Und hat sie für uns alle.